Oh ja, Hotel, dann habe ich den Plan schon fertig da. Spaß. Ja, die neue Mischmaschine. Ja. Aber man kann sich den Boden anschauen. Und wenn mit der das Kino, dann kann man eben über eine Treppe hinaufgehen, nach oben ist das sozusagen der Teesalon, die Piano-Bar und die Bibliothek. Und schon wieder singalesische Mischmaschine. Das sind bis zu 150 Leute am Bau, oder? Bis zu 150 Leute am Bau. Von uns sind 60, 62 oder was. Und der Rest sind Installateure, Tischler, Elektriker, Terrazzo-Menschen. Und alles, was man braucht, Fenster, Türen, wird alles dort produziert? Alles wird produziert. Mit einfachsten Mitteln. Hi Ravi. Und dann unten Bereich für Surprise! Da entsteht der Kindergarten. Da unten bauen wir gerade den Septic Tank. Ich möchte aber mit euch nicht hingehen, weil das ist der Urgartsteig. Ja. Und da diese großen Gebäude, sind das die Zimmer? Bitte? Das sind Zimmer, unten sind größere Zimmer. Ich zeige es euch dann oben. Ja. Da sind wir schon weiter. So, gehen wir zur Tür. Und da sind jetzt eben diese verschiedenen, das ist der Gartenhaus, das Tempelhaus, das Tempelhaus. Frauen sind da nicht mehr viele dabei. Muss sie gut behandeln. Gut behandeln? Arbeiten sie brav. Auch gut bezahlen? Also relativ gut bezahlen. Für diese Verhältnisse hier? Ja. Überall sieht man Frauen mit am Backen. Ich bin sehr fleißig. Und die Frauen, aber wir müssen sehr einsetzen dafür, dass die Frauen gleich viel verdienen wie die Männer. Weil wir müssen richtig streiten. Die stimmt wirklich. Ja. Das ist der Hauptplatz, wenn man dann da auf. Kann man sich nicht vorstellen, dass das wirklich, sind das tatsächlich die billigsten Wände? Ja. Alle Fundamente sind so gemacht. Granit. Granit. Wo kommt das Granit her? Die Gäste. Passen Sie Bluse. Wenn das da einige ist, verschwindet. Haben wir vorhin unterstützt. Deshalb sind wir gerne gebraucht, oder? Das ist der Blick aus dem Restaurant. Unglaublich. Ja, wenn es so schön später ist, ja. Das erste Zimmer kann man sich anschauen, wie es ungefähr ausschauen wird. Das ist der Schlafraum. Wird natürlich alles noch viel besser gemacht. Wunderbare Außendusche mit Blick aufs Meer. Heute ist es ein bisschen riesig, ein bisschen stürmisch. Ich habe Teile genommen, er hat so von der Seite her fotografiert. Das ist just
Und das ist alles Handarbeit. Sogar der Stoff ist handgewebt. Ja, ist hier vom. Ja, das ist Solange. Unser Streif. Den haben wir also entworfen. Gezeichnet und die haben das nachgewebt. Sind das ein bisschen puristische Formen? Ne? Ja, eher weniger. Puristische Formen. Ja. Jetzt schau, das kommst du mal her. Ist das der kleine Pool? Das ist der kleine Pool. Eine Badewanne aus dem Stein gehauen, oder? Ja, es gibt zwei Badewannen, und zwar drei Badewannen eigentlich. Die eine da, die linke, die kommt in den Stein. Weil es gibt ja beim Ayurveda auch Bäder. Ja. Und da gibt es eine Holz- und eine Steinbadewanne. Weil es gibt eben Leute, die... Ja, jetzt ist Pause. Die Steinmauern, sagt man mir, sind die billigsten Mauern. Bei uns zahlt man Vermögen. Und da werden Grundmauern ausschließlich mit diesen Granitsteinen gemacht. Sechs Leute an dieser Mauer. Drei sind die Mischmaschine, drei Frauen. Außergewöhnlich. Überall sind so Lagerverwalter, dann und das ist die Tischlerwerkstatt, die machen hier alles selbst. Tierfette, Steinstein. Wahrscheinlich irgendwo entweder in der Grandvilla oder in der Mokka-Villa oder irgendwo sein. Aber ich sage ihm einfach. Ja, ich denke mir auch,